EA Productions. EA Pro Productions liest Hans Christian Andersen. Heute der Goldschatz. Die Frau des Trommelschlägers ging in die Kirche. Sie sah den neuen Altar mit gemalten Bildern und geschnitzten Engeln. Sie waren ebenso schön, die auf der Leinwand in Farben und der Glorie, als die in Holz geschnitzten und noch dazu gemalt und vergoldet. Das Haar strahlte in Gold und Sonnenschein, reizend anzusehen. Aber Gottes Sonnenschein war doch noch reizender. Der schien klarer, roter durch die dunklen Bäume, wenn die Sonne unterging. Herrlich, in Gottes Angesicht zu schauen. Sie sah in die rote Sonne hinein und dachte so tief darüber nach, dachte an den Kleinen, den der Storch bringen sollte. Sie war sehr fröhlich dabei und sah und sah und wünschte, dass das Kind den Sonnenglanz bekommen, zum wenigsten einem der strahlenden Engel am Altar gleichen möchte. Und als sie nun wirklich das kleine Kind in ihren Armen hielt und es zu seinem Vater erhob, da war es anzusehen wie einer von den Engeln in der Kirche. Das Haar wie Gold, der Schein der untergehenden Sonne leuchtete darin. »Mein Goldschatz, mein Reichtum, mein Sonnenschein«, sagte die Mutter und küßte die strahlenden Locken. Und es klang wie Musik und Gesang in der Stube des Trommelschlägers. Da war Freude, Leben und Bewegung. Der Trommelschläger schlug einen Wirbel, einen Freudenwirbel. Die Trommel ging, die Brandtrommel ging. »Rotes Haar, der Kleine hat rotes Haar, glaube dem Trommelfelle und nicht, was deine Mutter sagt. Trommelom, Trommelom!« Und die Stadt erzählte, was die Brandtrommel erzählte. Der Knabe kam in die Kirche. Er wurde getauft. Von dem Namen war nichts zu erzählen. Er ward Peter genannt. Die ganze Stadt, auch die Trommel, nannte ihn Peter, des Trommelschlägers Knaben mit dem roten Haare. Aber seine Mutter küßte sein rotes Haar und nannte ihn Goldschatz. Im Hohlwege, in den lehmigen Abhang, hatten viele ihren Namen zur Erinnerung eingeritzt. »Berühmtheit«, sagte der Trommelschläger, »das ist immer etwas.« Und so ritzte auch er seinen Namen und den seines kleinen Sohnes hinein. Die Schwalben kamen. Sie hatten auf ihrer langen Reise dauerhaftere Schrift in den Klippen und in den Wänden des Tempels in Hindostan eingehauen gesehen. Große Taten von mächtigen Königen, unsterbliche Namen, so ganz alte, dass sie jetzt keiner mehr lesen oder nennen konnte. Nennenswert. Berühmtheit. Im Hohlwege bauten die Erdschwalben, sie bohrten Löcher in den jähen Abhang, der Platzregen und der Staubregen bröckelte und spülte die Namen fort, auch den des Trommelschlägers und seines kleinen Sohnes. »Peters Name bleibt doch wohl anderthalb Jahr stehen«, sagte der Vater. »Narr«, dachte die Brandtrommel, aber sie sagte nur »dumm, dumm, dumm, dummel, dumm«. Es war ein Knabe voll Leben und Lust, des Trommelschlägers Sohn mit dem roten Haare. Er hatte eine liebliche Stimme. Er konnte singen, und er sang auch wie der Vogel im Walde. Da war Melodie und doch keine Melodie. »Er muss Chorknabe werden«, sagte die Mutter. »In der Kirche singen und da unter den schönen, vergoldeten Engeln stehen, die ihm gleichen.« »Feuerkatze«, sagten die witzigen Köpfe in der Stadt. Die Trommel hörte das von den Nachbarsfrauen. »Gehe nicht nach Hause, Peter«, riefen die Straßenjungen. »Wenn du auf dem Boden schläfst, dann ist Feuer im oberen Stockwerke, und dann geht die Brandtrommel.« »Nehmt ihr euch nur vor den Trommelstöcken in Acht«, sagte Peter. Und wie klein er auch war, so lief er doch mutig voran und schlug mit seiner Faust den Nächsten vor den Leib, dass er seine Beine verlor, und die anderen nahmen ihre Beine mit sich, ihre eigenen Beine. Der Stadtmusikant war so vornehm und sein. Er war der Sohn eines königlichen Silberwäschers. Er mochte Peter gern leiden, nahm ihn zeitweise mit nach Hause, gab ihm eine Violine und lehrte ihn spielen. Es war, als läge es dem Knaben in den Fingern. Er wollte mehr als Trommelschläger, er wollte Stadtmusikant werden.
»Soldat will ich werden«, sagte Peter, denn er war noch ein ganz kleiner Bursche, und es schien ihm das Schönste der Welt, das Gewehr tragen und so gehen zu können. »Eins, zwei, eins, zwei« und Uniform und Säbel zu tragen. »Lerne nur, nach dem Trommelfelle zu verlangen. Trommelom, komm, komm«, sagte die Trommel. »Ja, wenn er bis zum General hinaufmarschieren könnte«, sagte der Vater, »aber dazu muß es Krieg werden.« »Das verhüte Gott«, sagte die Mutter. »Wir haben nichts zu verlieren«, sagte der Vater. »Ja, wir haben da meinen Knaben«, sagte sie. »Aber wenn er nun als General zurückkommt«, sagte der Vater. »Ohne Arme und Beine«, sagte die Mutter. »Nein, lieber will ich meinen Goldschatz heil behalten.« »Tromm, tromm, tromm«, die Brandtrommel ging, alle Trommeln gingen, es war Krieg. Die Soldaten zogen davon, und der Knabe des Trommelschlägers folgte. »Rotkopf, Goldschatz!« Die Mutter weinte. Der Vater sah ihn in Gedanken berühmt. Der Stadtmusikus meinte, er dürfe nicht in den Krieg gehen, sondern müsse bei der Heimatsmusik bleiben. »Rotkopf«, sagten die Soldaten, und Peter lachte. Aber es sagte auch einer und der andere, »Fuchspelz«. Da biss er die Zähne zusammen und sah fort, in die weite Welt hinein. Er kümmerte sich um das Schimpfwort nicht. Flink war der Knabe, freudig im Sinn, der Humor gut, und das ist die beste Feldflasche, sagten die alten Kameraden. Und manche Nacht mußte er im Platzregen und Staubregen bis auf die Haut durchnäßt unter offenem Himmel liegen. Aber die gute Laune verließ ihn nicht. Die Trommelstöcke schlugen, »Trommelom, jedermann auf!« Ja, er war gewiß zum Trommelschläger geboren. Der Tag der Schlacht begann. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber der Morgen war da. Die Luft kalt, der Kampf heiß, es war Nebel in der Luft, aber es war mehr der Pulverdampf. Die Kugeln und Granaten flogen über die Köpfe hin und in die Köpfe hinein, in den Leib und die Glieder. Aber vorwärts ging es. Eine und der andere sank in die Knie, mit blutender Schläfe, kreideweiß im Gesicht. Der kleine Trommelschläger hatte seine gesunde Farbe noch. Er hatte keinen Schaden genommen. Er sah noch mit ebenso vergnügtem Gesichte dem Regimentshunde nach, der vor ihm hersprang, so vergnügt, als wäre er die Kurzweil des Ganzen und als schlügen die Kugeln nur vor ihm nieder, um damit zu spielen. »Marsch, vorwärts, marsch«, waren die Kommandoworte für die Trommel, und die Worte hießen nicht »zurückweichen«, aber sie konnten sich nicht zurückziehen, und darin konnte viel Verstand liegen. Und jetzt wurde gesagt »zurück«, und da schlug der kleine Trommelschläger »marsch, vorwärts«. Er hatte den Befehl so verstanden. Die Soldaten gehorchten dem Trommelfelle. Das war ein guter Trommelschlag und gab ihnen, die schon im Weichen waren, den Siegesschlag. Leiber und Glieder gingen in der Schlacht verloren. Granaten rissen das Fleisch in blutigen Stücken herunter. Granaten zündeten die Strohhaufen zu hellen Flammen auf, wohin die Verwundeten sich geschleppt, um dort viele Stunden verlassen zu liegen. Verlassen vielleicht für das Leben. Es hilft nichts, daran zu denken. Und doch denkt man daran, selbst weit davon in der friedlichen Stadt. Auch der Trommelschläger und seine Frau dachten daran. Peter war ja im Kriege. »Nun bin ich des Klagens überdrüssig«, sagte die Brandtrommel. Wieder begann ein Tag der Schlacht. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber es war Morgen. Der Trommelschläger und seine Frau schliefen. Sie hatten von dem Sohne gesprochen, das taten sie fast jede Nacht. Er war ja draußen, in Gottes Hand. Und der Vater träumte, dass der Krieg beendet, dass die Soldaten heimgekehrt und Peter ein silbernes Kreuz auf der Brust trage. Aber die Mutter träumte, dass sie in die Kirche getreten und die gemalten Bilder und geschnitzten Engel mit dem vergoldeten Haare gesehen. Und ihr eigener lieber Knabe, ihres Herzens Goldschatz, habe mitten unter den Engeln in weißen Kleidern gestanden und so herrlich gesungen, wie sicher nur die Engel singen können, und habe sich mit ihnen in den Sonnenschein erhoben und seiner Mutter so liebevoll zugenickt. »Mein Goldschatz«, rief sie und erwachte.
Nun hat ihn unser Herrgott zu sich genommen.« Sie faltete ihre Hände, legte ihren Kopf auf den Bettvorhang von Kattun und weinte. »Wo ruht er nun unter den vielen im großen Grabe, das sie für die Toten gegraben? Vielleicht auch im tiefen Moorwasser. Niemand kennt sein Grab. Es ist kein Gotteswort darüber gelesen worden.« Und das Vaterunser ging lautlos über ihre Lippen. Sie beugte ihr Haupt. Sie war so müde. Sie schlummerte ein. Die Tage zogen vorüber, im Leben wie in den Träumen. Es war Abend. Über die Wahlstätte erhob sich ein Regenbogen, der den Wald und das tiefe Moor berührte. Es wird gesagt und ist im Volksglauben aufbewahrt, wo der Regenbogen die Erde berührt, da liegt ein Schatz begraben, ein Goldschatz. Und hier lag einer. Keiner außer seiner Mutter dachte an den kleinen Trommelschläger, und deshalb träumte sie von ihm. Die Tage zogen vorüber, im Leben wie in den Träumen. Nicht ein Haar auf seinem Haupte war ihm gekrümmt, nicht ein Goldhaar. »Drumherum, drumherum, das ist er, das ist er«, konnte die Trommel gesagt und seine Mutter gesungen haben, hätte sie das gesehen oder geträumt. Mit Hurra und Gesang, mit grünen Siegeskränzen geschmückt, ging es heimwärts, da der Krieg beendet und der Frieden geschlossen war. Der Regimentshund sprang in großen Kreisen voran, um sich den Weg gleichsam dreimal so lang zu machen, wie er war. Wochen vergingen und die Tage mit ihnen, und Peter trat in die Stube seiner Eltern. Er war so braun wie ein Wilder. Seine Augen sahen klar umher, sein Gesicht strahlte wie Sonnenschein. Und die Mutter hielt ihn in ihren Armen. Sie küßte seinen Mund, seine Augen, sein rotes Haar. Sie hatte ja ihren Knaben wieder. Er hatte kein silbernes Kreuz auf der Brust, wie der Vater geträumt, aber er hatte heile Glieder, was die Mutter nicht geträumt hatte. Und das war eine Freude. Sie lachten und weinten, und Peter umarmte die alte Brandtrommel. »Da steht noch das alte Gerippe«, sagte er. Und der Vater schlug einen Wirbel darauf. »Es ist fast, als wäre hier eine große Feuersbrunst«, sagte die Brandtrommel. »Heller Tag, Feuer im Herzen, Goldschatz, skrat, skrat, skrat.« »Und nun?« »Tja, was nun? Frage nur den Stadtmusikanten.« »Peter wächst über die ganze Trommel hinaus«, sagte er. »Peter wird größer als ich.« Und er war doch der Sohn von einem königlichen Silberwäscher. Aber alles, was er in einer halben Lebenszeit gelernt, lernte Peter in einem halben Jahre. Es war etwas so Fröhliches in ihm, so innerlich Gutherziges. Die Augen leuchteten und das Haar leuchtete. Das konnte man nicht in Abrede stellen. »Er soll sein Haar färben lassen«, sagte die Nachbarin. »Das glückte der Polizeimeisters Tochter herrlich, und sie verlobte sich.« »Aber es wurde ja gleich nachher grün wie Entengrütze und muß immer aufgefärbt werden.« »Sie weiß sich zu helfen«, sagte die Nachbarin, »und das kann Peter auch. Er kommt in die vornehmsten Häuser, selbst zu Bürgermeisters, wo er dem Fräulein Lotte Klavierstunden gibt.« Spielen konnte er. Ja, gleich die herrlichsten Stücke aus den Herzen spielen, die noch auf keinem Notenblatte geschrieben standen. Er spielte in den hellen Nächten und auch in den dunklen. »Das war gar nicht zum Aushalten«, sagte die Nachbarin und auch die Brandtrommel. Er spielte, daß die Gedanken sich erhoben und große Zukunftspläne hervorsprudelten. Berühmtheit! Und Bürgermeisters Lotte saß am Klavier. Ihre kleinen Finger tanzten über die Tasten hin, daß es bis in Peters Herzen hineinklang. Es war, als würde ihm das allzu viel. Und das geschah nicht einmal, sondern viele Male, und da ergriff er eines Tages die kleinen Finger und die schön geformte Hand und küßte sie und sah ihr in die großen braunen Augen. Gott weiß, was er sagte. Wir anderen haben aber Erlaubnis, es zu raten. Lotte wurde über Hals und Schultern rot und erwiderte kein einziges Wort. Da kamen Fremde in das Zimmer. Der Sohn des Stadtrats. Er hatte eine hohe weiße Stirn und trug sie hinten über, fast bis in den Nacken. Und Peter saß lange bei ihr, und sie sah ihn mit sanften Blicken an.
Daheim, am Abende, sprach er von der weiten Welt und von dem Goldschatze, der für ihn in seiner Violine verborgen läge. Berühmtheit. Tummelum, 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 sagte die Brandtrommel. Nun ist es mit Peter rein toll. Ich glaube, das Feuer im Haus ist. Am nächsten Tag ging die Mutter auf den Markt. Weißt du was Neues, Peter? Sagte sie, als sie zurückkam. Eine herrliche Neuigkeit. Bürgermeister Slotte hat sich mit dem Staatsratssohne verlobt, und das geschah erst gestern Abend. Nein, sagte Peter und sprang vom Stuhle auf. Aber seine Mutter sagte, ja. Sie wusste es von der Papierfrau, deren Mann es aus dem eigenen Munde des Bürgermeisters gehört hatte. Und Peter wurde bleich wie eine Leiche und setzte sich nieder. »Herr Gott, was hast du?« sagte die Mutter. »Schon gut, lass mich nur in Ruhe«, sagte er, und die Tränen liefen ihm über die Backen. »Mein süßes Kind, mein Goldschatz«, sagte die Mutter und weinte. Aber die Brandtrommel sang, nicht auswendig, sondern inwendig. »Lotte ist tot, Lotte ist tot.« »Ja, nun ist das Lied aus.« Das Lied war noch nicht aus. Es hatte noch viele Verse, lange Verse, die allerschönsten, den Goldschatz des Lebens. »Sie gebärdet sich wie eine Närrin«, sagte die Nachbarin. »Die ganze Welt soll die Briefe, die sie von ihrem Goldschatze bekommt, lesen und auch noch hören, was die Zeitungen von ihm und seiner Violine sagen. Ja, Geld sendet er ihr, das kann sie gebrauchen, seitdem sie Witwe ist. Er spielt vor Kaisern und Königen«, sagte der Stadtmusikant. »Mir ist das Los nicht gefallen, aber er ist mein Schüler und vergisst seinen alten Lehrer nicht.« »Sein Vater träumte, weiß Gott«, sagte die Mutter, »dass Peter mit dem silbernen Kreuze auf der Brust vom Kriege heimkehrt. Er bekam es im Kriege nicht, aber es ist noch schwieriger, es so zu bekommen. Jetzt hat er das Ritterkreuz. Das müsste sein Vater erlebt haben.« »Berühmt«, sagte die Brandtrommel, und die Vaterstadt sagte das auch. Das Trommelschlägers Sohn, Peter mit dem roten Haare, Peter, den sie als kleinen Knaben mit Holzschuhen gesehen, als Trommelschläger gesehen und der zum Tanze aufspielte, berühmt. »Er spielte bei uns, noch ehe er vor den Königen gespielt«, sagte die Frau des Bürgermeisters. »Damals war er in Lotte ganz weg, er sah immer hoch hinauf. Damals war er naseweiß und fabelte. Mein eigener Mann lachte, als er von der Narrheit hörte. Jetzt ist Lotte Staatsrätin.« Es war ein Goldschatz in das Herz und in die Seele des armen Kindes gelegt, der als kleiner Trommelschläger Marsch vorwärts schlug. Den Siegesschlag für die, welche im Begriff zu weichen waren. Es lag ein Goldschatz in seiner Brust. Die Gewalt der Töne. Es brauste von der Violine, als sei eine ganze Orgel darin. Als tanzten alle Sommernachtselfen auf den Saiten dahin. Man hörte den Schlag der Drossel und die volle, klare Stimme des Menschen. Deshalb zog es mit Entzücken durch die Herzen und trug seinen Namen widerhallend durch das Land. Das war ein großer Feuerbrand, der Feuerbrand der Begeisterung. »Und dann sieht er auch noch so prächtig aus«, sagten die jungen Damen und auch die Alten. Ja, die Allerälteste schaffte sich ein Album für berühmte Haarlocken an, nur allein, um sich eine Locke von dem reichen, herrlichen Haarwuchse, diesem Schatze, diesem Goldschatze auszubitten. Der Sohn trat in die arme Stube des Trommelschlägers, fein wie ein Prinz, glücklicher als ein König. Die Augen waren so klar, das Gesicht wie Sonnenschein. Er hielt seine Mutter in den Armen. Sie küßte seinen warmen Mund und weinte so glückselig, wie man nur vor Freude weinen kann. Und er nickte jedem alten Möbel in der Stube zu, dem Schranke mit den Teetassen und dem Blumenglase. Er nickte der Schlafbank zu, worin er als kleiner Knabe geschlafen. Aber die alte Brandtrommel holte er hervor, zog sie mitten in die Stube und sagte zu ihr und seiner Mutter, »Mein Vater würde heute einen Wirbel geschlagen haben. Das muss ich nun tun.« Und er schlug ein ganzes Donnerwetter auf der Trommel, und diese fühlte sich so geehrt dadurch, dass sie ihr eigenes Trommelfell zerriss. »Er hat einen herrlichen Faustschlag«, sagte die Trommel. »Nun habe ich von ihm für immer eine Erinnerung.«
Ich warte darauf, dass seine Mutter auch vor Freude über ihren Goldschatz platzen soll. Das ist die Geschichte vom Goldschatze. EA Pop Production.